Jo, meine lieben kleinen Diabreus draußen, heute geht's wieder weiter mit einer kleinen neuen Folge vom Bioshock Infinite. So, in der letzten Folge haben wir diesen komischen Shenlin da gerettet, nicht gerettet, sind in eine andere Welt gesprungen und jetzt sind wir hier irgendwo nirgendwo auf einer anderen Welt, die eigentlich dieselbe ist, bloß halt eben anders, dass halt dieses, keine Ahnung, mehr Welten, Universum, Scheißdreck hier. Also auf Deutsch alles ziemlich umgeschmissen, wieder verwirrend und ja. Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Nein. Ja und nein. Natürlich Feinde. Warum nicht? Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr keiner kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Nun, er sagt, mein Verrat, was du tust, ist unbekannt. Irgendwer schießt hier auf mich, aber... Ich würde gerade sagen, hier ist keiner. War doch. Ah, Verkaufsautomat. Ah, Schweine teuer. Sagt, ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Pinkarbeiter. Und schon. Hier, bitte. Weißt du mal, danke. Ich bin schon gerade gewundert, warum ich keine Munition bekomme. Na, die sind irgendwie robuster. Ich will ungern Munition verschwenden. Ich versuche deswegen etwas besser zu zielen. Aber ich muss schon sagen, mit Maustastatur, das wird nichts, Leute. Es wird einfach nichts. Weg damit. Ich und Maus und Tastatur, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Salz kannst du bringen. Das wäre doch nur mal etwas, hä? Oh, ist kein Salz. Schade. Aber dachte ich, gucke ein bisschen Salz. Da, wo müssen wir hin? Ja, da rein, schätze ich jetzt mal. Ganz viele Verkaufsautomaten. Das schaut noch gutes Stuff aus. So, mal gut, was kriegt man hier? Noch Revolver mal nicht. Das ist sogar nur 8. Nehme ich gleich mit. Was kann ich hier kaufen? Schweinefeuer, Zeug. Gut aufheben. Ja, ungefähr. Die Alte, die gibt mir Geld umsonst. Ich muss es nicht mal suchen. Will mal dieser Scheiß hier weg. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Okay, ja? Ja, cool. Aber klar. Kopf weg. Kopf weg. Irgendwie juckt ihn der Revolver nicht. Ich kann einfach nur so dumm zum Zielen, warte mal. Ne, bin ich nicht. Ups, aufhören zu zielen, danke. Guck mal. Hat nichts. Oh, neben mir war auch einer gestanden. Sie ist einfach unbesiegbar. Passt schon. Hier bitte sterben. Danke. Irgendwie den Teil benutze ich die Fähigkeit irgendwie kaum. Na, weiß er. Alles abgefackelt. Leute, wenn man keinen Bock hat zu kämpfen, fackelt man sie einfach ab. 50 mal leichter. So, kommen wir eigentlich da auch irgendwie hoch? Ah, Strom könnten wir öfters verwenden, aber Strom macht keinen Schaden. Aha, hier sind wieder diese Verbesserungen, die wo... Mein Gott.
Was gibt es denn hier Schönes? Naja. Noch nichts, was ich sage, was ich unbedingt mir holen müsste. Los! Okay. So, zack. Ja, gut. Aktuell haben wir zwei sehr gute Waffen. Wenn sie halt mal leer sind, dann kann ich sie austauschen. Außer natürlich, ich möchte sie wirklich ums Verrecken behalten. Ich muss schon sagen, die sind halt auch wirklich sehr gut. Man möchte halt sie echt behalten, aber geht halt nicht immer. What is that? Will ich was haben? Das kann man doch bestimmt irgendwo aufmachen. Safe muss man so wie aufmachen können. Okay. Ich suche mal einen Schalter oder sowas in der Art. Vielleicht haben wir ja hier irgendwo was. Kann ja sein, dass hier einfach was eingesperrt ist, woran wir nicht kommen. Kann aber auch sein, dass wir ja später rankommen, aber sicher ist sicher, würde ich mal behaupten. Wäre nicht so, als würden wir hier wieder zurückkommen, aber als würden wir nicht mehr hier zurückkommen, aber trotzdem. Naja, eine Idee wäre es gewesen. Hätte ja sein können. Aber vielleicht muss man die Shotgun da wegnehmen? Nein. Traumdenken. Traumwunschdenken mal wieder gehabt. Aber nein. Irgendwo geheimer Schalter vielleicht. Geheimer Schalter? Ah, okay, gut. Wir gehen mal weiter. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwie hin. So, dann gehen wir mal hier rein. Kleine Beschau dabei. Cool, ja, das ging. Haben wir auch nicht über. So. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Igel herlaufen, um alles kaufen zu können, was ihr euch andreht. Ist Schuld am Zustand dieser Leute? Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Wir haben Waffen. Luftschiff bräuchten wir halt. Du meinst, das Erschuss zum Besorgen müssten wir dann für sie holen und danach gehen wir los. Schlag zu! Los! Fester! Schlag fester zu! Das Ding kriegt kaum eine Welle, verdammt! Ah, okay. Mein Henk hat seine Stelle bei Fink verloren und sie haben uns alle gekündigt. Fink. Muss schon sagen, eine seltsame Firma. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Keine Ahnung, wo die Bar ist, aber... privilegiertes Pass. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Kommen sie her und wollen mich töten? Ich glaube, ich bin. So, was ist das hier? Das ist scheinbar eine Bar. Hallo? Kann ich mit euch reden? Ah, ich gönne mir mal was hier, okay? Will ich auch haben. Klauen. Naja, teurer Scheiß. Nein, ich könnte Munition kaufen für den Revolver. Obwohl, machst du dich auch offen? Nee, das ist scheinbar eine andere.
wie ich so gerade dabei bin. Mike? Nur kein Dietrich. Schade. Ach, die scheiß Musik aus. Ich muss wieder irgendwie den Price Strike reingeballert. Was ist denn jetzt los? Was mache ich denn ständig? Alter, der hat Kraft. Hauen ordentlich rein gemacht. Der scheint ganz okay zu sein. Ja. So. Der mit seiner scheiß Schrotze hier. Ballert mir dann Face. So, passt schon. You ready? Tut mir leid. Ich wollte sie nicht umbringen, aber sie haben Stress gemacht. So, mal eine Zielvergrößerung geholt. Ja. Haben wir wieder ein bisschen Geld verschwendet. Nur weil ich hier hinten was rausgenommen habe. Weichei. Alles okay mit dir, kleiner Junge? Will dir zwar nichts antun, aber hey! Okay, das war jetzt schön. Hm. Ist alles okay, kleiner Junge. Keiner will dir was machen. Ich will dich auch nicht erschießen. Solange du nicht. Hahaha, wir haben einen Schlüssel. Vielleicht ist das das, was ich mir gerade denke. Was ist das? Achso, dafür haben wir aber schon Munition drinnen. Laden. Schwarze höher zu besteuern als weiße. Ist das nicht grausam? Warte. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Okay, Leute, der Postbote geklingelt, musste ganz kurz ran, die Poletten. So. Ich glaube, wir haben jetzt alles geholt, soweit. Die Schlüssel haben wir. Schuldige und Unschuldige. Ja, das hört sich super an. Und schon mal unschuldige Leute verbrennen. Alter. Scheiße, unschwert. Was soll ich sagen? Ja, dann schlag die Tür ein. Helfen Sie. Was sei jetzt mit Daisy Fitzroy in dieser Welt? Ist die jetzt hier auch noch so? Oder ist sie hier tot? Oder was ist hier passiert? Ja, ho. Drüben ist ein Riss. Na dann. Bitte sehr. Lebensmittel. Guck mal, hier sind kostenlose Lebensmittel. Kein Jux. Okay. Schenken wir denen schon Lebensmittel. Und sie wollen es nicht. Da, guck mal, da hinten sind Lebensmittel. Da hinten. Guck, da hinten. Ja, okay, gut. Wenn sie nichts zum Essen haben wollen, dann sollen sie ja nichts zum Essen haben. Ich glaube, der ist ein bisschen tot. Schaut also ein bisschen tot aus. Den doch egal, ob wir alle drauf sind. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt? Und andere. Geht hier? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee.
Ja. Weiß nicht. Ja gut. So war das halt früher. Es war ziemlich scheiße, aber ja gut. Jetzt kann man sich mal erinnern, man kann bloß aus den Fehlern von früher lernen, Leute. Ja. Auch interessant, aber das nehmen wir jetzt mal nur mit. Aber jetzt nicht ausrüsten. Wir haben so viel Zeug. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Okay. Die hatten auch scheinbar was gegen Kinder. So wie sie das gerade angehört hat. Lautstark. Da. Achso, ein Ball hat er ausgelangt. Ein Bällchen hätte schon ausgelangt, um alles zu töten. Ja, was ist denn hier schon los? Was ist denn das? Warum hat das so eine riesige Lebensanzeige? Hey Leute, ich bin hier gerade verwirrt, warum das so eine riesige Lebensanzeige hat. Okay, bis ich herausgefunden habe, was das ist, rasen wir wahrscheinlich hier durch die Gegend. So, herausgefunden, was es ist. Doch nicht. Alter. Was ist denn hier los? Rückt euch. Weg hier. Alter. Kranke Boys. Hier ein bisschen Leben, Munition, irgendwas, was nützlich ist. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianerknirps und sieht mich mit großen Augen an. Müsste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens säulen würde oder irgendwas. Hä? Das ist krank, was hier gerade abgeht. Kann ich ihn die kaputt machen? Oder was kann ich da kaputt machen? Keine Muni mehr. Na dann. Kommt! Munition! Hier! Ah, cool. Das ist leider alles. Was tun wir denn jetzt von mir? Kranker Vollidiot. Könntet ihr zwei Minuten aufhören zu schießen? Kranke Irre. Elizabeth! Scheiß dann, vernichte sie. Hier noch irgendwie ein bisschen Loot. Muni. Genau 10 Schuss hat sie für mich gefunden. Nice. Alles, alles da.
auch mal weniger. Tut vielleicht ein bisschen gut. Schießt das schon wieder auf mich? Dann suchen wir mehr. Gib Gummi. Überall kranke Boys. So, wir könnten auch jetzt einfach hier durchgehen, oder? Ah, kann ich in Kampf eingesetzt werden, Gott sei Dank. Jetzt! In Ordnung! Was willst du? Wir wollen sie nicht umbringen, die Saubetzen. Aber nicht mal die Kraft, um einen Schuss gut zu setzen. Sauerei. Was habe ich da eigentlich gerade durchgeladen? Nichts. So Leute, aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Doom vs. Bioshock Infinite. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.